Moin Leute, Arkinon wieder hier und wir machen weiter mit den angefragten Addons und ja, für die Leute, die in letzter Zeit viele meiner Videos geguckt haben, euch wird vielleicht auffallen, dass meine Tonqualität sich verändert hat. Ich habe mich nochmal hingesetzt, virtuelles Mischpult verwendet, um meine Stimme aufzubessern und hoffe natürlich, dass das Ganze jetzt so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und ja, habe einfach bei einem Projekt, was demnächst dann auch auf meinem Kanal veröffentlicht wird, gemerkt, dass auf lange Zeit die Einstellungen, wie ich sie gerade verwende, nicht so angenehm sind zum Zuhören und auch zum Aufnehmen. Und dementsprechend habe ich das geändert. Und ja, genug Geschwafel, jetzt komme ich zurück zu den Addons. Und zwar, dieses Video geht jetzt speziell an dich, Rocker Hilly. Du wolltest es unbedingt haben. Du hast mir gestern während der Vorlesung geschrieben, was macht diese Leiste hier unten und wie kriegst du das hin, dass diese Leiste da ist? Ja, und wie ich dir in den Kommentaren schon geantwortet habe, dieses Addon heißt Sexy Cooldown. Ist im Prinzip eine Bar, die dir anzeigt, wann die Cooldowns ready werden. Ich kann mal kurz hier draufhauen. So, ihr seht, mein Ring ist geprockt und mein Deathbringer's Will ist geprockt. Das heißt, ihr seht hier, wie lange es nicht mehr procken kann. Mit Sekunden könnt die Farbe des Balkens verändern, die Größe dieser Symbole und, und. Einfach Rechtsklick drauf und ihr könnt euch das Ganze angucken. Hier, wie sehr soll das gestaucht werden? Also ich finde es immer gut, wenn ich die letzten Sekunden Größe angezeigt bekomme, dann weiß ich ganz genau, was ist als nächstes ready. Dann kannst du einstellen, was überhaupt getriggert werden soll, also was überhaupt draufstehen soll. Kannst du die Icons größer machen, die Zahlen drauf größer machen. Also im Prinzip sind deiner ja, Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Man kann mit rumspielen und man hat einen guten Überblick über die Sachen, die wieder, wann sie wieder ready werden, wann man sie wieder verwenden kann. Und ihr seht es jetzt gleich hier, das läuft aus. Wenn es ausgelaufen ist, wird es hier einmal kurz größer. Das kann man, glaube ich, auch irgendwo einstellen. Ich muss gerade gucken, das habe ich auch irgendwo einstellen können. Finish Behavior, ja, Splash Scale. Also da kann ich sagen, wie groß es werden soll, wie schnell es größer werden soll und, und. Ja, ansonsten kann ich dazu nicht mehr groß was sagen, außer spielt dran rum, macht Spaß. Findet eure Einstellung, findet eure Farbe. Könnt es auch woanders platzieren, wenn es euch das stört. Ich finde es hier unten halt immer recht angenehm, über den Fähigkeiten zu sehen, was ich wann wieder verwenden kann. Ja, ansonsten, falls ihr Fragen habt zu dem Addon oder das Addon nicht in dem Link findet, den ich euch gegeben habe, dann meldet euch nochmal bei mir. Ich gucke, dass ich es aufgetrieben bekomme und ja, versuche natürlich auch alle eure Fragen zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich jetzt wieder bei euch fürs Zuschauen und gebt mir doch mal bitte Feedback, wie ihr die neue Audioeinstellung findet. Ansonsten viel Spaß beim Einrichten eurer Addons und viel Glück beim Raiden oder was auch immer ihr vorhabt. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Ciao, euer Arkinon.